Stopp SUDEP. Was ist eine Epilepsie? Was ist eine Epilepsie? Eine Epilepsie ist eine Erkrankung des Gehirns, die durch eine dauerhafte Neigung zur Erzeugung epileptischer Anfälle charakterisiert ist. Und diese Anfälle selbst werden durch Nervenzellverbände ausgelöst, die aufgrund verschiedenster Störungen abnorm zeitgleich feuern. Epilepsie ist eine häufige Erkrankung, die betrifft fast 1% der Bevölkerung. Und warum so viele? Weil die Ursachen, die zu einer Epilepsie führen können, außerordentlich unterschiedlich sind. Beispielsweise gibt es Veränderungen des genetischen Erbgutes, es gibt Entzündungen des Gehirns, sie können Verletzungen des Gehirns durch Schlaganfälle, Tumoren oder auch Verkehrsunfälle bekommen. All diese Veränderungen können eine Epilepsie verursachen. Und deswegen muss man auch verstehen, dass Epilepsien in jedem Lebensalter auftreten können. Wir schätzen etwa, dass 1/3 der Epilepsien in der Kindheit, Jugend entstehen, 1/3 im höheren Lebensalter ab 60 Jahren aufwärts und das restliche Drittel dazwischen. Alle können von Epilepsien betroffen sein. Stopp SUDEP. Eine Initiative der Oskar-Killinger-Stiftung.